Prinz Harry, Feder statt Kerze. Wie er Charles und X27, Krönung ins Ausgerät. Nachdem Herzogin Meghan, 41, beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth, 96, die meiste Zeit von einer großen Kerze verdeckt wurde, blühte Prinz Harry, 38, bei der Krönung seines Vaters das gleiche Schicksal. Der Aussteiger Royal wurde zwar nicht von einer Requisite, sondern von seiner Tante, Prinzessin Anne, 72, verdeckt, genauer gesagt von ihrer Kopfbedeckung. Anne, die in Uniform an der Krönung ihres Bruders teilnahm, trug einen passenden Hut, der mit einer großen roten Feder geziert war. Und genau diese baumelte während des gesamten Krönungsgottesdienstes vor Prinz Harry und sorgte dafür, dass das Gesicht des 38-Jährigen bei den Fernsehaufnahmen fast durchgängig verdeckt war. Prinzessin Anne schien das allerdings wenig zu kümmern, schließlich kündigte sie ihr Outfit bereits einige Tage zuvor in einem Interview mit CBS News an. Ich habe eine Rolle als Colonel der Blues and Royals im Haushalt Kavallerieregiment als Goldstick, in Wedding. Und Goldstick war der ursprüngliche enge Schutzoffizier, erklärte die 72-Jährige und betonte mit einem Augenzwinkern, ich wurde also gefragt, ob ich diese Rolle bei der Krönung übernehmen möchte, und ich habe ja gesagt. Nicht zuletzt, weil es mein Kleiderproblem löst. Anführungszeichen. Viel Zeit mit seinen Verwandten hat Prinz Harry an diesem Wochenende nicht verbracht. Nachdem der Exil-Royal am Freitag, 5. Mai 2023, nach Großbritannien gereist ist, hat er sich sofort nach der Krönungszeremonie auf den Weg Richtung Flughafen gemacht, um so schnell wie möglich wieder zu Hause zu sein. Der Grund: Sein Sohn Archie feierte am 6. Mai seinen 4. Geburtstag und Harry versuchte alles, wenigstens noch ein paar Stunden mit seinem Spross an seinem Ehrentag verbringen zu können. Verwendete Quelle: BBC, CBS News.